Jawohl, Leute, willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir wurden nach einem Kampf im letzten Part abgeholt von der anderen Bayonetta, pünktlich mit ihrem Geister-Dämonen-Zug, der gleichzeitig ein Panzer ist, der gleichzeitig ein Holzfäller-Artillerie ist, ja. Und jetzt sitzen wir drinnen und zielen mit, richte das Fadenkreuz und lenke und feuere damit Y oder ZR auf die Gegner und Objekte. Halte die Taste gedrückt für Dauerfeuer. Okay. Bei der wilden Verfolgungsjagd gegen so ein riesen dickes Vieh, was aus dem Vulkan entstiegen ist. Ja, genau! Auch das noch. Die alone, Groot. This world is under my protection. Hope you like hot lead as much as hot lead. Das ist schon irgendwie cool gemacht, ey. So nicht, mein Freund, so nicht. Wow, 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 Alter, wie er einfach ausrastet. Aber ich baller ihn immer ruf ballern. Oh, lass die Griffe weg. Alter, er hat einen Waggon abgerissen! Er hat einen Waggon abgerissen! Das wird teuer. Jetzt ein bisschen dickere T-Shirts oder was? Alles klar. Oh, oh, oh! Zug fährt planmäßig ein. Was ein Spektakel, Alter, Ultra Platin. Bist du direkt nach Ultra Stein, Ultra Platin? Wahnsinn, ey. Richtig cool. Und sie lebt zum Glück noch. Das dritte Getriebe. Wie lebt er noch? Was denn jetzt? Boah, Erzpyrocumulus. Boah.
What was that about crushing? I think you'll find we're extremely game for that. Erstmal ein Wolkenschaumbad neben Königin Butterfly. Dame des Unglücksglanzes. Der hat keine Chance. Okay, warte mal. Erstmal Info. Freches Äffchen. Ja, das ist doch wieder diese komische Reise nach Westen, oder nicht? Mit dem Son Gukong, dem Affen da, mit dem Stab. Zielen, Bläschen Atem. Bläschen Schlag, Bläschen Schleuder und Abwehren. Okay, wieder so ein Geishu-Kampf. Boah. Ey, das ist wirklich wie Son Gokong. Der konnte sich auch verdoppeln. Ja, aber wie episch das ist, voll der lustige Kampf irgendwie. Blub, 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 blub. Also ich muss auf jeden Fall immer abblocken. Oh, da war die Kopie nur. Das war nur die Kopie. Aber das ist Heilung für mich anscheinend. So, blub, 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 blub. Schön blubber, bläst den hier. Blub, blub, blub. Aua, ey. Ja, so ist er richtig geil, wenn er immer. Ja, der hat schon ein Bläschen dran, weil ich muss ihn richtig erwischen. Blub, blub, blub. Na komm, großer. Ah, ist mal mit Verzögerung, ne? Aber okay. Oh, 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 er will wieder hauen. Abgeblockt. Hab ich abgeblockt? Koffe doch. So, blub, blub, blub. Alles klar. Und nochmal schön treten. Wow! Wow, da boxen, er sieht aus. Er ist gleich tot, richtig viel Energie verloren. Was macht eigentlich Bläschen Schlag? Oh, okay, ich habe jetzt nur Bläschen gemacht. Ne? Mal gucken, Bläschen Schleuder. Vielleicht braucht ihr das super allen drei. Ey, wie sie einfach die ganze Zeit nur chillt. Den richtigen erwischt. Cool. Keine Chance gehabt. Auch wieder übelst platt, die nur weil ich einmal Schaden gekriegt habe, ey. Zack. Ah, das war auch mega cool wieder, ey. Was ist denn da gedroppt? Boah, wie sie aussieht, ey. Looks like some spirited tenderizing can make even you look tasty. I'm going to go to the next one.
Ein neues Chaosgetriebe und eine neue Waffe bekommen. Oh nein, kann sie noch ein bisschen länger da bleiben? Nein! Warum verschwindet sie denn schon wieder? Mist. Was that? Das war die Reise ins alte China. Yeah, insgesamt dann doch noch mit Gold abgeschlossen. Ey, richtig tolles Kapitel, ey, was wir alles bekommen haben, ey, Wahnsinn. Es war einfach so krank. Es war einfach nur krank. Hat aber auch richtig Spaß, weil diese End-Riesen-Fusion da oder diese Riesenbeschwörung, wenn Bayonetta sich das Herz rausreißt, ey, das ist immer mega das Highlight. Die haben es so übertrieben. Bin schon gespannt, was noch passiert. Aber ist die andere Bayonetta, ja, die haben wir jetzt nicht gesehen, wie die komplett kristallisiert und dann zerstört wurde. Also vielleicht kann man die noch retten. Wer weiß, wer weiß. Das war verrückt. Chaosgetriebe, sehr schön. Das dritte. Ja, der Fehlerbus noch zwei. Oh mein Gott. Neuer Dämon unterworfen. Kriegs-Suguon. Und Alter, wie geil sieht das denn aus in die Waffe Endstation Express? Ey, das sah aus wie ein riesiges Breitschwert. Das ist ja cool. Das ist gleich wieder aus. Ey, das ist doch irgendwie so ein Schwert, oder? Ey, was ist das denn? Ey, ich fasse das einfach nicht. Das ist einfach so übertrieben. Finsterer Bote und Kesseldruck und Kollisionskurs. Richtig cool. So ein Dämonen-Info. Ja, so wie wir ihn ja auch kennen, ne? Ja, der Zug ist ja dafür eigentlich cool. Zornespfeife, Looping-Signal und Hilfssignal. Ja, guck mal, ein bisschen mehr können wir da noch machen. Vom Looping-Signal. Macht er echt ein Looping? Yeah, okay, richtig cool. Boah. Sehr schön. Und Hilfssignal, was macht er denn? Muss er die Miniatur angucken. Dann bleibt er einfach stehen und... Ach so, ruft kleine andere Dämonen. Ach man, ey, was soll man denn da nehmen? Das ist ja alles so geil. Was soll man denn da nehmen? Das ist alles so ultra cool. Okay, Leute, aber ich glaube, jetzt ist ja eh erstmal wieder Sean dran. Und davor machen wir noch ein neues Bonus-Level, ne? Jupp, Sean ist beim nächsten Mal wieder dran. Neues Produkt, Mond der Mahakala, steht ab sofort im Laden zur Verfügung. Ja, das wird einfach das Outfit von dieser Bayonetta dann sein. Und der der Superspiegel, ne? Alles klar. So, dann kann ich wieder beweisen, dass ich es ein bisschen besser drauf habe. Wie weit wird er denn noch gehen? Ich meine, die Karte ist groß, ne? Die Karte ist groß. Oh, guck mal, hier noch ein drittes Bild. Ach, für jedes Ende Kapitel bestimmt. Gut, okay. Ja, komm, da muss noch zwei. Sieht so aus, wie noch zwei Bilder hinkommen. Ach, was nützt es jetzt schon irgendwie rumzuspekulieren, Leute? Man weiß es doch nicht. So, das müsste ich immer noch hinkriegen. Wenn es wieder ein so ein Überrest ist, ne? Vielleicht einfach muss wieder so eine Aufgabe finden, die ganzen Würfel. Hexe der Gene. Nee, Leute, Mann. Ich bin jetzt mit Bayonetta so drin. Und so würde ich halt auch gerne mit ihr zocken wollen. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Bayonetta macht eher am meisten Fates. Und die ruft immer ihre sexy Demons. Boah. Hups, hups. Nee, der Peitsche ist so richtig geil. Bisher ist er, glaube ich, der stärkste Dämon, den wir haben. Weil der irgendwie hat er gefühlt immer, der konnte ja nichts machen. So, was haben wir hier? Okay, sieht aus wie... Oder das könnte... Also ist jetzt anscheinend ein Engelkampf. Wo dann vielleicht... Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, sieht ja so aus wie das eh nochmal, wo wir eine neue Dämonenwaffe gekriegt haben. Ja, das ist aber, glaube ich, vielleicht kommt dann am Ende noch so ein großer Engel. Aber wir werden ja wohl keine Engel unterwerfen können, oder? Leute, einfach gucken. Let's go, man, let's fight, Adam. Wo seid ihr denn? Ach, der große Schirm. So, bei dem muss ich ja aufpassen, weil die mich ja leider von unten grabben können. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Nee, ich achte mal auf seine Hand, wenn er mich grabben will. Passe ich schon auf. Ja, wollte er mich nicht gerade grabben, habt ihr gesehen? Und die anderen mal den Ball fertigen, ist ja klar. So, finish them, so smash ihn, Adam. Alter, habt ihr das gesehen? Ey, keine Chance, Mann. Boah. Hey, das Ding kennen wir doch. Ja, den werde ich aber kaum beschwören können, oder? Aua, Mann, ich muss aufpassen, ey, da kommt aber aus dem Boden was raus.
Mist, man, ich wollte in der Luft schön rumzwirbeln. Aber den schaffen wir nicht weiter down. Wow. Und so. Mit der Spinne. Die hält ein bisschen mehr aus, was Feuer angeht, würde ich mal behaupten. Na, komm schon, mein Groß. Was ist denn los? Wow. Mann, das ist so geil. Und nochmal das Slash ihn und. Aua, voll auf falschen Fuß erwischt. Wow. Stich zu, mein Held, Alter. Boah, na, noch nicht bei der. Noch ist nicht over. Noch nicht. Butterfly, was machst du denn? Wow! Okay, ich muss einfach meine... Ach, Mann, ich würde einfach rummeln. Haben wir doch gleich. Boah, richtig viele Bonuspunkte, damit ich den gleich kaputt breche oder so. Ich habe ihn. Und Quatsch! Yeah! So. Nicht gerade spektakulär, aber sehr viele Holos bekommen. Ja, das wird keinen Dämon leider geben. Aber okay, sowas gibt's denn auch? Gut. Ja gut, ein Hexenwerk vollbracht. Beende das Kapitel Bayonetta. Hm. Ach man, schade. Aber dann kriegt man nochmal so eine kleine Engelkämpfe, ne? Auch als Hommage an Teil 1. Also der war, glaube ich, aus Teil 1. Großteil, war das nicht so einer der ersten Bosse, die man da machen musste? Und was ist das denn? Ah ja, wieder ein Artefakt. Sehr schön. Hoffe, ihr seid doch ein cooles Artefakt. Leute, das war lässig. Naja, okay, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie der heißt. Wie hieß denn der nochmal? I think you had enough. Ja, ist ja gut, Luca. Ich will immer nur wissen, wo du gerade dich rumtreibst, wo du bist. Und wer auch dieser komische Zeitenstreifer oder wie der da heißt, ist, ob das dieselbe Person ist oder was, ob Luca sich verwandelt hat, ich weiß es nicht. Das sind also viele Fragen über Fragen. Auf jeden Fall, Leute, ist an sich der Part vorbei. Das fange ich erst beim nächsten Mal an. So eine provoziere. Genau hier, 40 Duo hieß der. Da steht ja der Name. Ach man, ich muss den echt mal provozieren. Ich müsste echt mal taunten ein bisschen mehr. Was man hier alles machen soll als Bonussachen hier, ne? Also die Hexenwerke. Ich hoffe, ihr seht aber ein, Leute, ne? Also führt Let's Play, das machen wir nicht. Ja, ich kann ja immer schön alle durchklicken, damit man das so sieht, was die Aufgaben sind, falls einer das nachspielen möchte, aber nee, das ist, glaube ich, im Let's Play eher so ein bisschen langweilig, ja? Mhm. Aber gut, Leute, was jetzt nicht langweilig ist, ist im Shop mal ein bisschen gucken. Kann ja ein bisschen aufkaufen und speichern und so weiter und einfach alles machen. Und dann beim nächsten Mal, ich versuch's, ich versprech's, ich stell mich besser an bei Sean. Was ist los? Immer noch ausverkauft. Mann! Ob er sich mal so ein Ding holt? Nee, ist viel zu teuer. Und ich bin bisher noch nicht einmal gestorben. So, die Dinger sind ja recht günstig, aber die muss ich mir, die kann ich mir auch zusammenbrauen. Kein Problem. So, jetzt könnte ich mir... Ah, hier, das ist der Spiegel. Boah, ist der teuer. Wehrt gegnerische Angriffe durch Steuern in Angriffsrichtung ab. Aktiviert bei perfektem Timing zudem die Hexenzeit. Wo hat der das denn auf einmal her? So, und der Leidensblick. Erzürnt Gegner, ohne sie zu provozieren. Klingt jetzt noch nicht so einer geilen Idee. Der kriegt doch nur wieder auf den... Hab ich den nicht gerade gekriegt? Kriegt der Ebus wieder auf den Deckel. Rodans Schätze. Altes Bilderbuch. Ein abgenutztes Bilderbuch, das nicht ohne weiteres geöffnet werden kann. Rückgabe oder Rückerstattung nicht möglich. Kann nicht geöffnet werden, aber ich soll mir das holen? Was sagt die Wahl, Leute? Der Superspiegel Beta B? Ne, damit kann ich zur Umbra Enka und Couleurkugeln für verschiedene Haarfarben verkaufen. Oder das Ding hier, so ein altes Buch, das ist doch geil. Aber auch nochmal runterscrollen. Ihr könnt auch wieder sich irgendwas Neues verbergen, wie eine neue Figurenbox. Guckt ihr das an. Ja, okay, komm, nehme ich einfach mal die Figurenbox und dann habe ich noch die Wahl zwischen einer Sache. Von oben. Ja, das Bilderbuch, wenn sie sich nicht öffnen lässt. Ich hol's aber trotzdem. So. Yay. Ja, diese ganzen komischen Farbvarianten, nee. Die sind mir irgendwie echt nicht wert. Es tut mir leid. So, das ist natürlich wert, gegnerische Angriffe durch Steuern in Angriffsrichtung ab. Ja, aber ist das...
klingt eigentlich ganz cool, ne? Ich hoffe, es ist aber nicht so ein Vereinfachungsding, was mir auch Punkte versaut. Nee, die macht ja echt Lust, das hier. Unsterblichkeitsmarionette. Von negativer Auswirkung auf Kampfwertung bei Schwierigkeit normal oder höher. Also heißt das denn echt, dass ich denn nur alles in Steinmedaillen kriegen kann oder was? Warum ist das denn so teuer? Das ist mega benachteiligt, aber es ist halt für die Leute, die echt wohl die Story nur wollen. Ich glaube, die können einfach auf leicht zocken. Nee, dann würde ich sagen, ich spare nochmal hier drauf. Geil. Leute, ich mach Hexenpause. Schon abgesaved, ja. Und die auch nochmal absaven. So, guck mal, und Jan trampelt schon mit den Füßen. Die Dame hat Bock. Ich hoffe, ihr habt beim nächsten Mal auch wieder Lust dabei zu sein. Mit Jans Mission, mit ihrer Mission. Ja, es gibt bloß noch zwei Getriebe. Vielleicht findet ihr auch am Ende Jan noch eins, wisst ihr? Irgendwie, das war halt so richtig. Aber die Karte ist so groß. Die muss da irgendwie. Also es wirkt, als wäre das Spiel noch richtig umfangreich. Aber okay, wir sehen ja. Wir werden es ja sehen. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.